Servus liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem kleinen Testvideo und zwar wollen wir herausfinden, lässt es sich mit den Elementarstürmen aktuell wirklich so gut leveln, wie das überall behauptet wird, oder ist das alles nur Mumpitz? Letzten Endes, ich habe dazu auch ein Video auf meinem Main-Channel gemacht, das wird allerdings erst morgen kommen. Die Elementarstürme sind aktuell insofern wieder wichtig, dass sie in zig Achievements irgendwie drin ist. Warum stirbt dieser scheiß Mob nicht? Dass sie in zig Achievements drin sind. Und dafür werden die Dudes dann halt jetzt aktuell wieder abgefarmt oder diese ganzen Gruppen und so weiter und so fort. Was ihr hier machen wollt in der Regel ist, wir sind leider jetzt auf einem sehr, sehr low populated Server, das muss man sagen. Ich kann gleich im Verlaufe dieses Tests nochmal schauen, ob wir irgendwie in einen dickeren Server reinkommen, also wo hier mehr los ist. Was ihr nämlich letzten Endes machen wollt, ist das Folgende. Gucken, wo gehen die Leute hier ab, wo wird richtig weggebimst und dann taggt ihr einfach nur die Mobs an. Also das, was ich hier gerade mache mit den Mobs kämpfen, ist eigentlich schon too much. Also das sollte nicht passieren. ihr seht's. 5000, 3000, 300, 3300 EP für die Kills von diesen Dudes jetzt. Also, da kommt schon echt ordentlich was zusammen. Jetzt mit, weiß nicht, 3 gekillten Mobs holst du dir dann da einfach eben 11.000 EP oder so zusammen. Das ist einfach mal das, weiß nicht, was kriegt man mittlerweile für eine Quest auf dem Level? Ich glaube, es ist nicht viel mehr, wenn nicht sogar weniger. Natürlich ist Time Walk und so weiter höchstwahrscheinlich noch effizienter, aber worum es hier halt geht, ist die Tatsache, wenn ihr in so ein Gebiet kommt, wo wirklich richtig, richtig viele Leute am Fighten sind und zig Mobs angetaggt sind, könnt ihr hier rumrennen und die mit antaggen und ihr bekommt dann halt siftig, saftig EP dafür. Das ist der Sinn und Zweck dahinter. Wir können jetzt nochmal schauen kurz, ob es vielleicht Elemental Storm, War Mode off. Ich will nur mal schauen. Ich möchte gern auf einen anderen Server kommen, wenn ich ehrlich bin. Elemental Storm, Waking Shores. Das sind halt alles Fünfergruppen. Und mit einem Raid brauchst du hier halt nicht loslegen, weil dann kriegst du keine Erfahrung mehr. Das ist auch das Doofe. So, man will jetzt sowas wie hier. Tag mal den an. Dann laufen wir hier rum. Jetzt müssten im Idealfall noch woanders irgendwelche Leute kämpfen, ne? Und schön fighten und so weiter und so fort. Dann könnten wir die auch noch antaggen. Etc. pp. Und das ist dann letzten Endes das Geheimnis hinter dieser ganzen Geschichte. Weswegen das dann an und für sich schnell gehen soll. So, ich bewerbe mich jetzt da einfach mal für eine Gruppe. Ich weiß halt auch nicht, ob ich reinkomme wegen meinem Low Level. Aber ihr seht's. Wenn man erholt ist, achso, weg damit, weg damit, weg damit, weg. Wenn man erholt ist, kriegt man für das Töten dieser Monster hier wirklich richtig, richtig viel EP. Ich würde sagen, es kann eine angenehme Abwechslung zum Questen sein, definitiv. Aber was man bräuchte, ist Mehr Betrieb. Also ich kann jetzt hier hingehen und da antaggen und tun und machen. Dann kann ich mir hier die sammeln. Also wir werden das jetzt nicht ewig fortführen, weil ihr seht, denke ich, wo die Grundproblematik liegt. Theoretisch würde ich es schaffen, hier einfach nur rumrennen zu können und einen Mob nach den anderen anzutaggen. Ne? Hier, dann, so wie eben da. Ich tag da oben einen Mob an und jetzt flattern mir gerade 5000 EP rein. Das ist das, was man haben möchte. Nicht, dass ich hier stehe und aktiv gegen diese Dudes kämpfe. Das ist das, was ich nicht will. Das kostet Zeit. Das ist nicht gut. Aber hier 3,3k, einfach mal 10k EP jetzt hier mit 3 Mobs gemacht. Also das ist schon, relativ huge, was man hier holen kann. Aber es ist zu wenig los, würde ich behaupten.
Dementsprechend weiß ich noch nicht, welches Fazit ich fällen soll gerade. Wobei, hier haben wir jetzt nochmal einen anderen Tank. Ich würde sagen, wir bleiben nochmal so 5 Minuten hier am Ball und gucken uns einfach mal an, was passiert in der Zeit. Ich bin gestartet, glaube ich, mit 2 Balken EP oder so. Und jetzt sind hier halt, jetzt sind ein paar mehr Spieler hier zumindest. So sieht es aus, die auch Schaden machen. Und das hat gerade halt richtig gescheppert, ne? Von... Wir dürfen die nur nicht alle aus den Augen verlieren. Sonst wird's bitter. Wir müssen uns an so Leute wie diesen Bären hier stacken. Der hat 1,5 Mille Life. Das heißt, der hat auch ganz cooles Gear. 1124. Ja, okay, das war jetzt nicht so saftig. Also, wir fliegen weiter rum. Schauen, wo passiert was, wo passiert nichts. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und so weiter und so fort. Und ja, das ist letzten Endes dann das, was ihr die ganze Zeit machen wollt. Es gibt Farmspots, die lohnen sich mehr. Einmal in den Ebenen von Onara, hier oben bei dem Nokut Dungeon. Und einmal im azurblauen Gewölbe, hier wo Brackenfell Hide ist. Wenn da dieses Event ist, dann donderladdig rein da. Dann könnt ihr da richtig saftig was abfarmen. Also das lohnt sich dann wirklich ziemlich stark. Jetzt hoffe ich mal. Okay, es sind ein paar mehr Spieler jetzt hier, das auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Ich habe jetzt halt auch nicht die schnellste Klasse, um diese Taktik zu machen, ne? Mit schnell Mobs taggen und so weiter und so fort. Aber ihr seht es, 5000, 2000. Der dürfte auch nochmal hier richtig saftig EP geben. Komm, 5000, putz. Also da füllt sich der EP-Balken schon ganz gut durch, wenn man ehrlich ist. Da drüben geht es auch wieder rund. Nicht sterben, nicht sterben. So, hier. 2 Sekunden Arbeit, 11.000 EP gekriegt. Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ihr hier die ganze Zeit machen wollt. Und auch hier, ich tag wieder einfach nur rein. Lass die Leute die killen. Zack. 7000 EP. Und so weiter und so fort. Also auf diese Art und Weise muss ich tatsächlich sagen, ja, kann sich durchaus lohnen, die Chose. Gucken jetzt mal, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr zusammengepult bekommen. Nein, die will ich haben. Die will ich haben. Tag sie mir. Ich glaube, ich habe sie erwischt. Die da hinten sterben auch, ohne dass ich was für tun muss. Perfekt. Da kommen nochmal 5000 EP von wo auch immer rein. Also ihr seht's, mittlerweile es funktioniert ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen jetzt dieses eine Level hier noch voll. Wir nehmen gerade auf, 8 Minuten. Es fehlt nicht mehr so viel. Aber ja, der Hinweis bleibt weiterhin, wenn ihr es hier irgendwie schaffen könnt, auf einen Server zu kommen, wo richtig Alarm im Darm ist, dann nutzt das. Dann wechselt auf den Chart und versucht, hier rauszuholen, was geht. Also, ja. Weiß gar nicht, zählen die da unten auch noch dazu? Diese Larrys? Die auf jeden Fall. Deswegen, den nehmen wir jetzt nochmal mit. Und die hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Mal gucken, was das jetzt gibt. Stehen bei 217.000. Alter, 23.000 EP jetzt für die paar Sekunden. Das ist schon relativ ordentlich, würde ich jetzt mal sagen. Also klar, besser geht immer, ne? Aber da nochmal 5.000 EP.
Okay, das kostet jetzt Zeit, weil ich die alleine töten muss oder viel alleine töten muss. Das ist nicht so gut. Kommst auch noch mit ran. Aber es sind nur noch zwei Balken, dann haben wir das erste Level ab hier. So, hier geht was. Hier müssen wir jetzt gleich hoffen, dass noch andere Spieler zu uns kommen. Weil die sind gerade alle da oben. Nein. Die sind gerade alle da oben. Aber da unten killen sie es für mich weg. Ha, hervorragend. Kill it. Oh, da hinten geht's auch ab. Da wäre ich jetzt auch gerne. Oh. Hier müsste ich jetzt Demon Hunter sein oder so. Das würde sich richtig lohnen. Weil bis ich da jetzt wieder da drüben bin, ist halt schon wieder alles im Arsch. Alles tot. Aber ich gucke auf den Tacho. Wir nehmen seit ungefähr 11 Minuten auf. Ich hatte zwei Balken. Es war jetzt nicht die effizienteste Runde hier bisher, der ganze Spaß. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wenn von Anfang an so viele Leute hier gewesen wären, wie es gerade der Fall ist, wenn ich ein bisschen, zum Beispiel das jetzt gerade kostet super viel Zeit, weil ich hier alleine rumpimmel und... So, jetzt kommen andere Spieler. Wenn man das die ganze Zeit aber so timet, dass man mit anderen Leuten zusammen ist, bin ich mir sehr sicher, dann hätten wir locker in 10 Minuten ein Level geschafft. Bin ich mir sehr, sehr sicher. So, und hier machen wir es jetzt auch so. Wir taggen da einfach nur an, rennen dann wieder weg. 3300 EP. Das war jetzt nicht so ergiebig. We need more mobs. Hier ist gut. Oh, das wird gut. Das wird nochmal, weiß nicht, 20.000 geben oder so. Oh, Baby, mach mich fruchtig. Jetzt immer die Augen offen halten. Wo sind schön viele Mobs? Wo kann man was reinkleistern? Komm, gib mir den noch. Nein. Ich glaube, die dürften noch nicht reichen fürs Level Up. Und da unten kommt noch so eine Dreiergruppe hoch. Da würde ich sagen, da geht auf jeden Fall was. 5000... Es ist eine Zweiergruppe. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Komm hier, Lavaschlüpfling. ...3300 und das ist der Mob. Zack, zum Level Up. Videoaufnahme sagt, 13 Minuten haben wir jetzt hier rumgepimmelt. fürs Level Up. Ist okay, würde ich behaupten. Ist definitiv okay. Ist jetzt nicht super fast. Aber, könnte auch schlimmer sein. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, wenn man das noch an einem guten Spawnpunkt erwischt, die ich euch eben gezeigt habe, Ebenen von Onara oder da Brackenheit, ne, dann glaube ich, kann man da wirklich sehr, sehr schnell leveln. Also alles in allem, die Sache ist ja nicht neu. Nur um das nochmal zusammenzufassen, das haben die Leute ja am Anfang des Addons auch schon gemacht, auf diese Art und Weise zu leveln. Aber es ist jetzt halt gerade wieder sehr populär, weil viele Leute die Elementarstürme abfarmen für Achievements. Dementsprechend, wenn ihr das auch wollt, haltet euch ran. Mal gucken, wie lange der Hype hier noch anhält. Ist auf jeden Fall viel schneller als Questen, ist vielleicht nicht ganz so schnell wie Timewalking, aber ja,
Wenn man das vielleicht mit 5 Freunden macht und organisiert macht, dann kann man hier, glaube ich, sogar noch ganz gut was rausholen. Aber gut, damit danke ich euch fürs Zusehen. Schreibt gerne, falls ihr noch irgendwelche Tipps dazu habt, in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine gute Zeit und ich kriege sogar noch Stiefel. Nice. Habt eine gute Zeit. Reingehauen.